Hallo Schütze, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Schütze. Schütze, deine eigene Energie, die Mäßigkeit hinter dem Deck, deine eigene Energie. Also möglicherweise hast du auch mit Sternzeichen Schütze zu tun, so wie du oder diese Person hat Schütze in den astrologischen Chart. Sternzeichen Zwilling kommt hier auf diesen Würfel. Sternzeichen Zwilling ist wichtig für dich, tatsächlich. Und die Nummer 11. Sternzeichen Schütze. Ich meine, die Mäßigkeit spricht über Frieden. Schütze, das heißt hier Frieden. Das heißt hier Heilung. Eine komplizierte Situation schon, also dass man sagt, ich komme schon aus einer ziemlich komplizierten Situation schon, aber die Heilung ist da. Das spricht hier über Geduld. Die Energie sagt, habe Geduld. Die Energie sagt tatsächlich, habe Geduld, Schütze. Die Mäßigkeit spricht über einen Schutzengel. Du wirst geführt durch deinen Schutzengel. Du hast einen Schutzengel. Interessant, also gerade die Synchronisierung habe ich bei Sternzeichen Skorpion. Da kommt auch ein Schutzengel, sehr stark, diesen Schutzengel. Interessante Energie, wir reden hier über eine positive Kommunikation auch, Schütze. Das ist eine positive Kommunikation. Das kann auch über eine Versöhnung reden. Versöhnung, eine wichtige Kommunikation. Die Mäßigkeit spricht für mich über die Liebe, Mitgefühl und die Liebe. Das ist ein wichtiger, großer Arkana, die Nummer 14. Und diese ist deine eigene Energie. Du bist in deiner eigenen Energie. Schau mal hier. Interessant, habe ich gerade über Sternzeichen Skorpion gesprochen und Sternzeichen Skorpion zeigt sich hier. Aber schau mal, hier ist ein König der Stäbe, Ritter der Stäbe und die Mäßigkeit. Also Sternzeichen Schütze, wie du, ist bei dir sehr stark zu spüren. Ja, tatsächlich, Schütze. Schütze wie du. Oder Sternzeichen Löwe, wieder, Feuerelement. Sehr stark bei dir, Feuerelement. Muss nicht mal sein, ich habe hier einen König der Stäbe, aber ich habe hier auch einen König der Münzen. Stier, Steinbock, Jungfrau. Ich spüre hier eine wichtige Handlung, eine Kommunikation, einen Besuch, ja, so eine Energie zeigt sich hier. Ich spüre eine geografische Distanz bei dir, Schütze. Starke Energie, positive Energie, würde ich sagen. Schau mal jetzt bitte, was ich hier für dich habe. Also ich habe hier Kreidemünzen, du weißt. Wir können hier über die Familie reden oder über Arbeit reden. König der Münzen. Also ich habe hier ein König der Münzen, Kreidemünzen. Das kann hier über einen Chef, Chefin reden. Das kann hier über Arbeit reden, die Verbindung durch die Arbeit. Schütze, Ast der Kelche, ich meine jetzt. Ich spüre hier eine neue Situation bei dir.
Eine neue Situation gibt es gerade bei dir oder wird in diese Zukunft kommende Woche kommen, was mit einer Situation zu tun hat, die dich glücklich macht. Ich spüre sehr viel Stabilität hier. Schau mal, was ich hier gerade bei dir spüre. Hattest du jetzt bereits ein Gespräch gehabt, zum Beispiel bei der Bank? Du willst bei der Bank einen Kredit aufnehmen. Du möchtest dir was kaufen und du brauchst einen Kredit. Du hast beim Finanzamt einen wichtigen Gespräch gehabt, weil irgendein Fehler ist bei dir gewesen und du hast beim Finanzamt einen wichtigen Gespräch gehabt. Oder sonst bei deiner Versicherung oder Arbeitgeber. Du hast hier mit einer Firma einen wichtigen Gespräch eigentlich schon gehabt. Und es kommt für dich eine Situation, die dich glücklich macht. Also die Antwort. Die Antwort hier drauf ist positiv. Es kommt eine positive Kommunikation auf dich zu, was durch eine Firma, eine Behörde, das ist vielleicht eine Behörde. Du hast bei einer Behörde einen wichtigen Gespräch bereits gehabt und du wartest auf Ergebnisse. Die Ergebnisse kommen und sind positiv. Du wartest auf Geld. Eigentlich solltest du Geld zurückbekommen. Das wirst du bekommen. Es gibt ein Geschenk hier von Gott für dich. Die Energie ist stark. Heißt das hier, dass du durch die Arbeit eine neue Person kennengelernt hast? Wow, es zeigt sich hier eine starke Liebe. Eine starke Liebe ist hier. Schütze ist interessant, weil nochmals, die Synchronisierung gerade so ein bisschen mit der Sternzeichen Skorpion ist tatsächlich da. Ja. Ich sehe hier eine neue Situation. Schütze. Ich hole mir mehrere Karten. Das Glück ist auf deiner Seite. Ich spüre bei dir sehr viel Stabilität, Schütze. Eine sehr stabile Energie zeigt sich mit dem König der Münzen. Ja, das kann natürlich deine eigene Energie sein, vom Stabilität. Ja, also das spürt man hier. Aber ich spüre eine Situation auch, die dich glücklich machen wird. Und es kann auch wieder mit dieser Stabilität zu tun haben. Finanziell gesehen, dass du Geld bekommst durch eine bestimmte Sache da. Außer das ist eine Person. Das kann natürlich auch sein. Ja, auch gefuerte, deine Energie ist stark. Hinter dem Deck drei der Münzen, nochmals. Nochmals drei der Münzen. Das kann für dich Arbeit sein. Das ist Arbeit. Das ist für dich eine Behörde, Entschuldigung. Das ist für dich eine familiäre Situation. Das ist für dich irgendeine Situation, die mit einem wichtigen Gespräch zu tun hat. Schütze, das hat hier mit Geld zu tun. Du hast hier irgendetwas, was mit deinen Finanzen ist. Das hat mit meinen Finanzen. Und ja, es handelt sich hier über eine dubiose Situation. Etwas wurde hier nicht richtig kalkuliert oder gemacht, berechnet oder wie auch immer. Oder ein Fehler ist unterlaufen hier. Ich habe jetzt ein wichtiges Gespräch mit einer bestimmten Behörde. Du wirst glücklich sein. Du wirst glücklich sein. Weil diese Situation kommt gut für dich raus. Schau mal, also tatsächlich, schau mal hier bitte jetzt, Schütze, fünfte Münzen in der Mitte. Wir reden hier über eine finanzielle Probleme. Oder ich sage jetzt, die Energie, die ich hier spüre bei dir, hat irgendwie mit deinen Finanzen zu tun. Mit deinen Finanzen. Verluste. Du hast hier Verluste gehabt.
Manchmal diese Verluste wollen uns was sagen. Entweder wir sollen uns ein bisschen besser um unsere Unterlagen kümmern, also kümmere dich besser um deine Unterlagen, um die Dokumentation. Also wir müssen mehr darauf achten, dass wir nicht manche Sachen verpassen. Zum Beispiel, ich musste schon sehr lang eine bestimmte Dokumentation beim was weiß ich wo abgeben. Ich habe das total verpasst. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich musste mich schon sehr lang bei den oder da melden. Ich habe es sehr lang nicht gemacht. Tatsächlich, also Schütze, was ich hier bei dir sehr stark spüre, ist, achte auf deine Dokumentation. Oder in manchen Fällen hast du es jetzt bereits gemacht. Du hast dich jetzt drum kümmern müssen, weil du hast du merkst es, etwas hast du irgendwie entweder falsch gemacht, falsche Dokumentation oder nicht die richtige Dokumentation oder nicht, du hast etwas nicht abgegeben oder nicht richtig ausgefüllt. Etwas hast du vielleicht hier verpasst und du hast viel mehr bezahlen müssen, als du musstest. Es kommt eine Gerechtigkeit auf dich zu. Du bekommst dein Geld zurück. Das Rad bewegt sich für dich im positiven Sinne. Wir reden hier über eine karmische Situation bei dir. Schutz ist eine karmische Situation. Wir wissen ja, wie das ist. Ja? Also eigentlich müssen wir das Verhältnis zum Geld ein bisschen besser üben. Oder? Wir müssen auch, wie gesagt, ein bisschen mehr freundliches Gefühl zu Geld haben. Mehr Freundlichkeit. Nicht aus Angst, also so ungefähr, oder Verlust. Wenn ich an Geld denke, denke ich immer an Verluste, an Mangel. Sondern wenn ich an Geld denke, ich habe ein gutes Verhältnis zu dem Geld. Also das ist mehr freundlich und nicht mehr im Mangel. Das ist eine karmische Situation hier, Schütze. Weil in manchen Fällen ist das kommt das durch unsere Erziehung, durch vorherige Generationen. Zum Beispiel, das sieht man auch an Menschen, die von einem Krieg kommen, ja, also, oder ja, dieser erste, zweite Weltkrieg, ja. Menschen, die das erlebt haben. Und bei diesen Menschen sieht man das manchmal auch. Ich weiß nicht, ob das irgendwie einen Sinn hat, was ich gerade gesagt habe. Aber das ist irgendwie so eine Situation, wo man hat ja Hunger gehabt. Ja, man hat Hunger gehabt, man hat wenig gehabt. Und das spürt man dann bei diesen Personen. Ich meine, und auch bei die das nicht hinter sich haben. Weil manchmal ist das so, es kommt von unsere vorherigen Generationen, ja, dieses Gefühl von Mangel und im Verlust zu sein. Eigentlich das Universum hat für uns alles da, schon bereits da. Es ist alles da, zur Verfügung. Wir müssen nicht mal Angst haben. Wir müssen nur im Glauben sein, in unserem Glauben sein, dass alles da ist für mich. Mir wird nie an was fehlen. Ich habe ja alles da. Ist leichter gesagt als getan. Das weiß ich auch, Schütze. Ich sage dir nur halt, wie meine Gedanken gerade sind. Ich spüre, dass das Glück für dich sich verändert. Das Glück ist auf deiner Seite. Du warst im Mangel, du bekommst Geld zurück. Du erwartest das nicht. In manchen Fällen, vielleicht denkst du, ja, ein bisschen Geld muss ich schon zurückbekommen, aber vielleicht bekommst du mehr Geld zurück, als du dachtest. Du bekommst mehr Geld zurück, als du dachtest. Es kann sogar mit 5 Ziffern, also vielleicht hast du weniger gedacht, aber es kommt hier eine Summe von 5 Ziffern. 5.000 Euro zurück. Das sind 4, oder? Entschuldigung. Gut, 50 ist auch nicht schlecht, ich meine. Okay. Weil wenn das jetzt 5, eine 5 ist, sind 5 Ziffern. Also das heißt doch 50, oder? Ja, das kommt mehr hin. Naja, 50 ist besser als 5, ja? Also was ich denke ist, du bekommst viel mehr Geld zurück, als du dachtest.
Und das nur in dem Fall, Schütze, dass du mit der Energie von Anfang an, was ich dir jetzt darüber gesprochen habe, über diese Situation auch in Resonanz kommst. Ja? Schau mal bitte jetzt hier, du hast hier der König und die Königin der Schwerter, Luftelement, Sternzeichen Wassermann, Waage, Zwilling. Die geben sich den Rücken, die reden nicht. Diese zwei Personen reden nicht. Das ist ein Ex in manchen Fällen. Es gibt keine Kommunikation hier mit einer Person. Das Gefühl wäre, zwei Menschen trennen sich. Zwei Menschen, ich sehe hier eine Scheidung, eine Trennung und eine neue Situation. Ich spüre bei dir eine neue Situation. Kann es möglich sein, jetzt, Schütze, dass doch einen Ex sich mit dir versöhnen möchte? Ja, natürlich, weil die Mäßigkeit ist da. Die Mäßigkeit spricht über eine Versöhnung. Es kann natürlich jetzt sein, dass eine Person jetzt sich wieder versöhnen möchte mit dir und das ist ein Ex. Was ich denke, du hast hier eine neue Situation bei dir. Erste Kerlchen, für mich spricht nicht über Vergangenheit. Auch nicht über Versöhnung. Man kann sich natürlich mit der Person versöhnen, alles gut, aber ich sehe hier eine neue Situation. Schau mal hier, von Osho Zen kam für dich diese Karte, das ist zweite Kerlchen. Das ist diese Freundlichkeit. Interessant, oder? Gerade habe ich über Freundlichkeit gesprochen, aber in Beziehung, also was mit Geld zu tun hat. Hier kommt die Karte Freundlichkeit. Das ist eine neue Person. Schau mal, die Karten, die für dich gekommen sind. Die Karte der Liebenden, Sternzeichen Zwilling. Die Karte der Heilung. Das ist der König. König der Kerlchen. Die Liebenden und König der Kerlchen. Und dann, ja. Es gibt hier tatsächlich eine Dualität. Schütze. Es gibt eine Dualität bei dir. Das heißt, du wirst entweder mit einem Ex und einer neuen Person zu tun haben. Ziemlich sicher. Mit dieser Energie, ja, ziemlich sicher. Du wirst mit einem Ex und einer neuen Person zu tun haben. Ich denke, mit dem Ex ist nicht mehr viel zu reden. Also ich, das Gefühl wäre für mich, dass mit diesem Ex nicht viel zu reden wäre. Nicht mehr viel zu reden. Das ist hier schon bereits geklärt. Ich habe mit dir, das Gefühl wäre, dass so ungefähr, ich habe mit dir nichts mehr zu reden. Ich habe mit dir nichts mehr zu klären. Für mich ist die Situation schon sehr lang in der Zeit gegangen. Zeit genug war da, um diese Situation zu klären. Es gibt nichts mehr, was ich mit dir reden soll. Aber versöhnen, ja, versöhnen, ja. Ich denke schon, also so ungefähr, ich verzeihe. Weil vergesse nicht, Schütze, wenn ich einer Person der Vergangenheit nicht vergebe, kann ich diesem Hier und Jetzt oder die neue Liebe nicht genießen, weil mein Herz nicht im Frieden ist. Ich muss erstmal in Frieden kommen mit meiner Vergangenheit. Das habe ich nämlich bei Sternzeichen Steinbock erklärt, glaube ich. Ich muss mit meiner Vergangenheit im Frieden sein. Nicht, weil ich die Person einen Gefallen tun möchte, sondern in erster Linie möchte ich mir selbst einen Gefallen tun, damit ich mein Herz im Frieden ist. Damit ich ohne Wut in mir bin, ohne Zorn oder Hass, das will ich in meinem Herz nicht haben. Ich möchte im Mitgefühl, im Frieden sein, damit ich die neue Situation in meinem Leben genießen kann. Und das heißt für mich, ich muss mit der Vergangenheit tatsächlich einen Schluss machen. Habe ich bei dir eine klare Dualität? Ja, hier ist eine klare Dualität. Aber denke ich, dass du schon einen klaren Kopf hast, dass du schon weißt eigentlich, dass du schon Situationen in deinem Leben nicht mehr möchtest? Das weiß ich auch, das sieht man. Kommt nochmals eine Person auf dich zu? Ja, aber du bist in was Neues. Es gibt hier, es gibt nicht anders. Eine Person kommt auf dich zu. Ja, eine Person braucht deine Hilfe. Eine Person braucht eine Hilfe, sogar Geld von dir. Und das ist eine Person der Familie, ich denke einen Ex. Du wirst hier was erfahren. Etwas wirst du hier erfahren. Eine Person braucht deine Hilfe. Eine Person kommt auf dich zu. Dass du hilfst. Ja, möglich, du hilfst. Aber nochmals, du bist in einer neuen Situation. Die Karte der Schlüssel. Momentan sehe ich viele Schlüssel. Es wird immer über einen Schlüssel gesprochen. Das ist sehr positiv. Das sprichst du über neue Türen. Es öffnen sich neue Türen. Bei wem kam diese Karte auch heute? Ich glaube, Wassermann? Ich
Ich glaube Wassermann, ne? Also diese Karte sprichst über neue Türen. Es eröffnen sich jetzt neue Türen. Und du machst manche Türen zu, natürlich. Deine harte Arbeit wird belohnt. Ja, ja, tatsächlich. Schütze, etwas kommt hier auf dich zu. Und ich denke, wir reden über Geld. Das ist Geld hier. Das ist Geld. Deine Arbeit wird bezahlt. Deine harte Arbeit wird bezahlt. Und arbeite an deine Ängste. Alles sprichst du über Arbeit. Deine Arbeit wird bezahlt. Arbeite an deine Ängste. Etwas hast du hier gemacht. Irgendeine Leistung. Etwas hast du hier gemacht. Und das hast du richtig gemacht. Das will ich dir nur gesagt haben, Schütze. Etwas hast du gemacht und das hast du richtig gemacht. Und deswegen kommt die Belohnung jetzt. Und das ist diese Segnung von Gott. Und das ist diesen Ast der Kelchen. Das spricht auch über die Selbstliebe, Schütze. Du bist in deine Selbstliebe. Schau mal, jetzt kommt dein Ex wieder auf dich zu. Die Legung kann sich für die Crosswatchers spiegeln, problemlos. Jetzt kommt dein Ex wieder zurück und möchte mit dir es wieder gut machen. Ich brauche dich, ich brauche dich, tatsächlich, das ist der Satz. Eine Person, die ohne dich nicht kann, eine Person, die dein Geld braucht oder überhaupt dich braucht. Aber das ist, wir reden dann über eine Co-Abhängigkeit. Die gleiche Energie hatte ich jetzt bei Sternzeichen Skorpion, tatsächlich. Und von Anfang an habe ich bei dir über Sternzeichen Skorpion gesprochen, ja. Also die Legung kann sich ja spiegeln, haben wir auch gesagt. Ich sehe hier eine Energie, die dich braucht und krank ist in manchen Fällen. Eine Person, die jetzt krank ist, in einer finanziellen Not sich befindet und Hilfe braucht. Die Energie zeigt sich, die Energie zeigt sich. Aber du bist schon in deiner Selbstliebe. Du hast, ja, die Energie ist sehr stark bei dir. Sehr stark. Du hast mit einem Ex und einer neuen Person zu tun. Und das ist sicher. Und diesen Ex wird dich noch an die Tür klopfen und sagen, ich brauche deine Hilfe. Ich bin krank, ich brauche Geld oder wie auch immer. Dass du Hilfe leistest, das kommt auf jeder drauf an, ja, aber du bist in eine neue Situation hier, du bist in eine neue Situation hier. Wow. Schütze. Starke Energie, Schütze. Weißt du warum? Weil deutlich ist. Die Energie sagt dir, Schütze, sei vorsichtig. Ich sage es dir jetzt nicht nur einfach nur so, damit du es hörst. Und ich sage dir, die Energie sagt dir, sei vorsichtig mit einer bestimmten Person, die du kennst, der Vergangenheit. Natürlich, welch sonst, ne? Also diese Person, es sieht wie einen Ex aus. Zumindest sieht wie einen Ex aus. Oh, qué fuerte, no puede ser. Schaue, was hier auf dem gefallen ist. Du bist zwischen einem Ex und einer neuen Person. Sage ich dir die ganze Zeit sage ich dir, du bist zwischen einem Ex und einer neuen Person. Schütze, du wirst dich wundern, denn du erwartest diese Situation gar nicht. Die Legung kann sich erspiegeln. Du erwartest die Situation nicht von diesem Ex, die auf dich... Das erwartest du gar nichts. Das erwartest du nicht. Glaube an meine Worte. Diese Person braucht dich, braucht deine Hilfe. Und du bist bereits in deiner Selbstliebe schon. Und sehr wahrscheinlich sogar eine neue Person in deinem Leben. Du hast nichts mehr mit dieser Person zu reden. Es ist alles schon besprochen. Du willst keine Co-Abhängigkeiten mehr in deinem Leben und das willst du gar nicht. Die Energie sagt dir tatsächlich, sei vorsichtig. Diese Person will mit dir reden. Wow, qué bonito. Ja. Wow, interessant, Schütze. Du hast mit den Sternzeichen Fische zu tun, ne?
Aber sicher. Sicher. Vielleicht hast du vor, irgendeine Reise mit einem Wohnwagen zu machen. Sternzeichen Löwe zeigt sich tatsächlich. Wow, 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 Schütze. Schütze, schau mal bitte hier. Mit Ass der Kerzen kommt ein Blumenstrauß. Jemand schenkt dir Blumen. Schütze, eine Person schenkt dir Blumen. Es gibt hier Blumen. Das ist ein Geschenk. Das ist eine schöne Energie. Dass mit dieser Karte Blumen kommt, ist natürlich wunderschön. Weil sogar beide Karten würden ungefähr ähnlich aussehen. Das ist eine Blume. Das ist wirklich eine neue Segnung vom Gott. Das ist wunderschön. Eine wunderschöne Energie ist hier. Wow. Schütze. Schütze, schau mal bitte hier. Du hast hier mit Bruce Willis zu tun. Wassermann? Denn der König der Schwerter spricht ja auch über Wassermann. Sternzeichen Wassermann. Aber Bruce Willis ist ja Fische. Ich sehe natürlich eine sehr mentale und kalte Energie hier, Bruce Willis. Schütze. Ich sehe schon hier eine sehr kalte und mentale Energie. Sehr mysteriös sogar. Kann das sein, dass diese Person natürlich ja, mit einem Ex noch zu tun hat? Natürlich. Ja. Ich sehe hier, also Schütze, halt dich fest, weil auf dich kommt schon eine Person im Fahrrad. Mit dem Fahrrad sogar. Sogar das Auto musste verkauft werden. Ich habe alles verkauft. Ich besitze nichts mehr, nur mein Fahrrad. Ich brauche deine Hilfe. Eine Person kommt. Diese Person hat hier manche Suchtverhalten. Ich kann über eine Person reden, die sehr viel Alkohol trinkt, auch unter anderem. Also ich sehe hier mehrere Suchtverhalten. Ja? Es kann andere Sachen sein. Ich spüre eine Person hier mit sehr viel Co-Abhängigkeit. Eine Person mit sehr viele Suchtverhalten, Co-Abhängigkeit, toxische Situation gibt es hier. Und diese Person wird sich mit dir kommunizieren. Aber du bist voll in deine Selbstliebe, du bist verliebt, du bist schon in den siebten Himmel, bist du hier mit dieser Energie hier. Du bist in den siebten Himmel hier, du bist verliebt, du denkst nur an Blumen und... Das ist eine wunderschöne Energie. Aber ja, Schütze, bereite dich vor, hier kommt eine Person auf dich zu. Ich sehe die Liebe, ich sehe eine neue Person hier. Diese Karte kam, bei wem kam diese Karte? Ich kann mich nicht erinnern. In Juni kam diese Karte bei einem Sternzeichen als Ergebnis sogar. Und ich glaube, das waren die letzten, die ich gemacht habe. Vielleicht Steinbock. Steinbock, vielleicht. Steinbock hatte mehrere da gehabt, ne? Aber ich meine, sowas kann passieren. Ich meine, hier gibt es eine freundliche Energie, hier gibt es die Liebe. Die Liebe. Eine neue Situation zeigt sich. Aber, Schütze, ich spüre hier einen Ex. Sicher. Einen Ex und deine Kinder. Hier ist eine Mutter, die Mutter deiner Kinder. Der Vater deiner Kinder. Oder sonst nochmals einen Ex. Wenn du sagst, ich habe keine Kinder, dann ist ein Ex. Einen Ex sieht man hier. Sogar Baby sieht man hier. Interessant ist, dass bei Sternzeichen Fische kam nämlich die Karte, die Zähne putzen und diesen Mund, Zunge putzen. Bei Sternzeichen Fische. Und da habe ich auch über eine... Termin beim Zahnarzt gesprochen, also dass man vielleicht beim Zahnarzt einen Termin ausmachen sollte, wegen, ja, routinär halt, und dass man sich vielleicht sogar oft das, also zum Beispiel jetzt Schütze, du sagst, ja, ich putze mir schon morgens die Zähne, das reicht, oder? Vielleicht die Energie will dir sagen, Schütze, putze auch abends die Zähne. Und sogar putzt ja auch ab und zu mal die Zunge. Ist das ohne interessant? Eigentlich nicht, das ist wichtig.
Die Energie kommt bei dir. Die Energie ist auch bei Sternzeichen Fische gekommen. In manchen Fällen gibt es jetzt eine Synchronisierung mit Sternzeichen Fische und dir. Und irgendjemand hier, entweder Sternzeichen Fische oder Sternzeichen Schütze, hat Mundgeruch. Also von da aus, jemand muss sich hier die Zähne putzen. Wow, was für eine Energie bei dir. Ich spüre, schau mal, der König der Münzen spricht auch über eine Langzeitbeziehung. Das ist wahr. Und diese Karte hier ist für mich wie vierte Schwerter. Vierte Schwerter sprichst du eine Heilungsarbeit. Ja, eine Person, die heilt. Ja, sogar eine Krankheit. Ich war jetzt krank. Ich war sehr lang krank. Ich musste heilen. Tatsächlich. Aber Schütze, die Energie für dich für kommende Woche ist wunderschön. Ja, das muss ich dir schon sagen. Die Energie für dich für kommende Woche ist wunderschön. Das heißt, es kommt eine wichtige Kommunikation hier auch. Es kommt hier eine positive Kommunikation. Was ich hier sehe, ist nur positiv. Schütze. Ich spüre hier eine Person, die eine Handlung macht. Sogar, schau mal, Schütze, wenn du eine Person bist oder du mit so einer Person zu tun hast, eine Person, die durch die Arbeit unterwegs ist, immer wieder unterwegs ist, eine Person, die sehr viel durch die Arbeit unterwegs ist, eine Person sogar, die du durch die Arbeit kennengelernt hast, mit dir sogar eine andere Nationalität hat, eine andere Sprache sogar. Es gibt hier eine starke, leidenschaftliche Energie. Und ja, Schütze, wie gesagt, deine eigene Energie ist hier. Sternzeichen Schütze wie du. Widder oder Löwe, aber die Energie zeigt sich bei dir. Ich spüre, wir haben hier auf dem Tisch mehrere Energien. Ja, also ich habe hier diese Person und diese Person. Es sind mehrere Energien. In manchen Fällen verschiedene Situationen bei dir. Ja, verschiedene Situationen. Aber du siehst ja, ja, denn ich spüre natürlich auch hier eine Person, die sich auf eine Defensive stellt. Diese Person stellt sich auf eine Defensive und hier sehe ich Babys. Deswegen habe ich dir gesagt, Schütze, für eine Gruppe ist das die Mutter deiner Kinder, der Vater deiner Kinder. Denn der Vater ist auch da. Ja, versteht man, ja? Also es ist egal, ob du Frau oder Mann jetzt bist. Oder sogar, dass du sagst, ja, aber ich habe keine Kinder. Ja, aber dann ist das ein Ex. Du bist zwischen einem Ex und einer neuen Person. Das kannst du mir glauben. Und sehr wahrscheinlich wirst du dich hier wundern. Du wunderst dich. Du erwartest diese Situation gar nichts. Du erwartest nicht, dass eine Person dir sagt, schau mal, ich helfe, ich brauche dich. Ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe. Ich habe kein Geld, zum Beispiel, wie gesagt, einen Ex, und sagt, ich habe kein Geld mehr, ich kann dir mit dem Unterhalt für Kinder nicht mehr helfen, oder ich kann die Kinder nicht mehr, irgendwie, also dass das mit Unterhalt für Kinder auch zu tun hat, dass wir hier sowas haben. Es kommt eine Gerechtigkeit hier, Schütze, eine Gerechtigkeit kommt hier schon. Ja, ich sehe natürlich diese karmische Situation hier, karmische Situation mit einem Ex, das sieht man hier. Kinder sehen wir hier auch. Und ich weiß nicht, wie die Legung sich für dich spiegelt, Schütze, weil manchmal spricht das auch für die Crosswatchers. Und jeder muss wissen, in welcher Situation sich befindet. Weil für eine Gruppe spricht das anders. Also in manchen Fällen ist das so, nein, das ist Sternzeichen Schütze, die jetzt von mir was möchte oder Hilfe. Ja, wir verstehen ja. Das kann sich ja spiegeln. Aber die Energie zeigt sich und das erwartet man hier nicht. Jemand braucht Hilfe. Und das wird dir zum Nachdenken geben. Du wirst hier, wo sind meine Karten? Ah. Du wirst hier über eine Situation am Nachdenken sein. Ich denke schon, Schütze, dass du hier nachdenken wirst. Aber ja, ich sehe dich, eigentlich sehe ich, dass es dir gut geht, dass du was anderes hast. Du hast hier was anderes.
Schütze. Schütze. Wow. Also, ich sage dir, einen Ex, eine Person, mit der du entweder verheiratet warst oder eine Langzeitbeziehung hattest, diese Person wird kommende Woche auf dich zukommen, weil diese Person deine Hilfe braucht. Diese Person wird sich bei dir entschuldigen, auf den Knien gehen und sich entschuldigen für das, was diese Person dir angetan hat. Aber diese Person braucht deine Hilfe und das wird dir diese Person sagen. Sogar in manchen Fällen, ich bin krank. Die gleiche Energie hatte ich bei Sternzeichen Skorpion. Interessant ist das halt hier. Muss ich halt immer wieder sagen. Sternzeichen Stier zeigt sich aber auch. Diese Person wird das machen. Was ich denke, nochmals, das ist ein Ex. Das ist ein Ex. Mit dieser Person hast du bereits einen Schluss gemacht. Ich sehe aber eine neue Person bei dir. Ich sehe einen neuen Kompromiss in deiner Energie. Schütze, es gibt einen neuen Kompromiss hier. Und es sieht sehr gut aus. Sagen wir mal jetzt, dass wir für eine Gruppe über einen bestimmten Behörde reden. Du hast also irgendeine Situation mit einer Behörde, wo eine Ungerechtigkeit gab. Es kommt hier Klarheit und Licht, es kommt eine wichtige Kommunikation, es wird dir sehr glücklich machen. Diese Kommunikation, die du kommende Woche bekommen wirst, wird dich glücklich machen, weil es ist einfach nur positiv für dich. Sprich nur positiv für dich. Das heißt, solltest du denken, ja, eigentlich mussten die mir noch Geld zurückbezahlen, du wirst das Geld zurückbekommen, ja. Ja, die Energie spricht nur positiv für dich. Ja, dass du Geld zurückbekommst. Eine Versicherung, eine bestimmte Behörde, Finanzamt, die Bank, ich weiß nicht, wo das her ist, ja. Aber das ist hier, diese Energie zeigt sich. Sogar eine Scheidung. Gell? Ja, es kann möglich sein. Dass diese Situation durch eine Scheidung kommt. Dass eine Person dir, sogar der Vater oder die Mutter deiner Kinder, dir Geld zurückgeben muss. Interessante Energie, oder? Und du kaufst dir einen Wohnwagen. Du wolltest immer einen Wohnwagen haben. Du kaufst dir einen Wohnwagen. Schau mal hier. Ich glaube, das hatte ich ja vorher gelesen, oder? Befreie deine Blockaden und überwinde alle Unsicherheit. Finde dein Gleichgewicht. Finde dein Gleichgewicht. Stimme dich ein auf das Göttliche. Auf das Göttliche. Stimme dich ein auf das Göttliche. Ja? Nimm den Fluss des Lebens an. Tatsächlich. Nimm den Fluss des Lebens an. Ja. Wow, Schütze, ich weiß nicht, was ich alles jetzt hier gesagt habe, aber ich sage dir eine Sache, die Energie ist nicht unbedingt zu sehr undeutlich, die Energie zeigt sich schon deutlich. Ich spüre hier schon bei dir eine neue Person, ich spüre hier sogar neue Kompromisse, ernste Kompromisse, ich spüre hier eine wunderschöne Energie eigentlich, aber du weißt ja, Schütze, Karma-Zeit. Und das heißt für uns, wir haben noch mit manchen Energien etwas noch zu klären oder manche Zyklus, die wir abschließen müssen. Manche Zyklus müssen noch richtig abgeschlossen werden. Das wirst du aber machen, weil eigentlich du bist ja glücklich. Jetzt gerade, also es kommt hier eine Situation auf dich zu, dich glücklich macht. Ob das mit Finanzen zu tun hat, mit deinen Finanzen, egal was das ist, aber du fühlst dich glücklich, die Energie zeigt sich. Ich meine, du bekommst ein Geschenk von Gott, das ist ja nicht normal hier. Du bekommst tatsächlich ein Geschenk von Gott. Ja? Schütze. Du kannst mir gerne wissen lassen, was das ist.
Schütze, das ist die Energie, die ich hier spüre für dich. Ich denke nicht unbedingt, dass die zu langsam ist, denn wir haben hier sogar der Ritter des Schwerter. Das ist eine Schnelligkeit hier in der Energie. Ich habe hier Schwerter, ich habe hier, ja, ist ein bisschen von allem hier, aber ich spüre diese Energie hier. Und wenn du in Resonanz auch mit mir jetzt kommst, wenn du Geld bekommst, wenn du Geld zurückbekommst, vielleicht dauert es ein bisschen mehr, weil Erde-Element ist etwas langsamer. Zum Beispiel, es wird hier eine Gerechtigkeit jetzt gemacht und du bekommst Post. Du bekommst Post, wo steht, sehr geehrte so und so, oder sehr geehrte, ja, sie bekommen so und so viel Geld zurück und so eingezahlt und so weiter. Aber das nimmt dann eine Zeit noch. Vielleicht in den nächsten Monat, ein Monat oder zwei Wochen oder wie auch immer. Das nimmt immer Zeit. Aber die Energie ist so. Die Energie ist positiv für dich. Die Energie spricht positiv für dich, Schütze. Ich mache mir hier nichts vor. Die Energie zeigt sich und so sage ich dir das auch. Ja? Schütze, ich danke dir für deine Likes und deine Abos. Dankeschön und wir sehen uns bald. Danke, Schütze. Bis dann. Tschüss.